Was für eine Hitze heute mal wieder, ey. Unglaublich. So, ich muss mal gerade meinen Stecker in das Handy reinstecken, damit ich meinen Uhr weiterlaufen lassen kann. So, bei mir ist es jetzt mitten in der Nacht, 1.53 Uhr. Heute am 14.08. So, heute ist Freitag. Ja, ich bin immer noch hier bei diesem Deep Simulator. Bei einer Familie in der Wohnung im Schrank. Ich gehe jetzt mal raus. So. Da ist jemand im Bett. Es ist jetzt mitten am Tage. Ja. Die rufen die Polizei. Ich kann mich immer wieder verstecken im Schrank und ja. Das macht denn irgendwie nichts aus. Die wissen da nicht, wo ich bin. Auch wenn die sehen, wo ich mich verstecke. So, jetzt haben sie wieder da die Polizei gerufen. Da ist auch Geld drin. So. Tja, der Typ ist bescheuert. Der liegt da noch im Bett. Und ich verstecke mich erstmal wieder im Schrank. So, die Polizei weiß da nicht, wo ich bin, weil die Bewohner, ja, sagen das nicht, wo ich bin. Die sind etwas zu blöd dafür. Dann kommt die Polizei ins Haus, denkt sich, hä, wo ist der Dieb? Keiner da. Tja, wenn keiner da ist, dann gehen wir wieder, ne? Tja. Und dann fahren die Polizisten auch wieder weg. So, ein Wagen fällt von weg. Der nächste Wagen ist dann auch weg. Hier sind die Leute ja wohl weg. Die wurden von der Mutter gehört. Aber hier ist eine schöne teure Vase. Was macht die Person da? Keine Ahnung. So, die Schubladen hatte ich ja schon geöffnet. Man kann die Bewohner hier leider nicht K.O. schlagen oder so. Aber egal. So, kann ich hier das Radio, ja wohl den Wecker kann ich mitnehmen. Und ein Schlüssel, jawohl ja. Komme ich nächstes Mal besser rein hier. Und Geld. Wenn ich dann irgendwann noch mal hier rein soll. So, gucken. Noch ein Wecker. Na, da gehen wir ganz gut auf den Wecker hier, ey. Blaue Turnschuhe. Nein, auch nicht. Ah, ich kann hier eine Glastasse. Okay. Wie Inventar voll. Echt? Schade, Inventar ist voll, mehr kann ich nicht mitnehmen. Ha. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal um hier. Ja, da kann ich mich verstecken. Okay. Moment. Wo sind die Leute? Die scheinen nicht da zu sein, oder was? Okay. Okay.
Uiuiui. Einmal, zwei, das ist beim dritten Mal da unten. Eins, zwei, dreimal unten. Und jetzt, eins, zweimal so. Das ist immer so verschieden. Jetzt sogar beim ersten Mal. Wieder einmal, okay. Vielleicht jetzt beim zweiten und dritten Mal? Nee, beim ersten Mal, okay. Oh Gott. Okay, kein Fehler gemacht. So, mal gucken. Hallo, jemand zu Hause? Ich hoffe nicht. Da liegt noch Geld. Das geht mit. Eine Blumenvase geht leider nicht. Oh Mann, ey. Hey, da liegt auch Geld. Mehr Zeug geht leider nicht. Ich muss mal. Oh, hier liegt aber Geld. Schade, Mann. Ich muss als nächstes meinen Rucksack vergrößern. Oh, Drucker. Warte mal, kann ich vorne raus? Ja. Drucker mitnehmen. Aber ich muss ja erstmal die Dings kaputt machen, die Toilette. Moment. Toilette. Also ist das da Handy? Geht leider nicht. Ah. Toilette kaputt machen. Auftrag erledigt, okay. Drucker mitnehmen. So, wo ist jetzt mein Auto? Ich kann ja gar nicht nach vorne gucken. Ist mein Wagen jetzt hier unten? Ich sehe ihn nicht. Doch, da ist er. Okay. Ihr könnt mal weitergehen, ja? Bam, 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 bam. Ja. Alles klar bei euch? Oh, schnell rein da. Kofferraum zu. Moment. Laufen, laufen, laufen. So, ich nehme mal an, hier kommen die nicht hin. Die sind zu doof. Wenn sie nicht mal im Schrank da reingucken. Parken halt da auf der Straße oder was auch immer. Entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Mich hat keiner entdeckt. Ja, selber, Okay, ein Stern ist schon mal wieder weg. Ich sag ja, die sind zu blöd. Na, 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 na.
dum di dum di dum dum dum. Tja, so, die sind jetzt auch weg, okay. Einmal in das Haus und dann ja, verschwinden die. Und schon ist keiner mehr hier zu sehen. Haha, lustig, ne? So. Dann gehe ich wieder runter. So. Tür auf. Rein in den Wagen. So. Okay. Nach Hause, jawohl. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht. Bis der Tag anbricht. Aber nach Hause gehen wir nicht. Tja. Stip, tip, 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 tip. So, was haben wir denn? Okay, Level aufgestiegen. Na super. Ach man. Was denn jetzt wieder? For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Okay, was hab ich denn bei mir im Sack, im Rucksack? Moment. So, ich habe unten neue Notizen. Warte mal. Ja, hier, neu. So, das ist neu. Was soll mal dieser gelbe Strich sagen? Okay, das haben wir dann. Schlösser knacken Stufe 2. Soll ich das machen? Oder Begutachtung Stufe 1? Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Um zu sehen, was vielleicht noch wichtig sein kann oder was wertvoll sein kann. Und hier haben wir Beweglichkeit, Ziegel werfen. Nee, ich will gar nicht. Naja, und dann kommt vielleicht dann halt später der Rucksack. Wenn ich den Ziegel nehme. Vielleicht muss ich das machen. Wenn ich das jetzt mache, nehme ich mal an, dass dann der Ziegel danach kommt. Weil das andere geht dann hier, Schlösser knacken. Stufe 3 und dann kommt Stufe 4. Ja, was ist wichtiger jetzt? Die nächsten 2-3 Aufgaben. Schlösser knacken oder einen dickeren Rucksack? Gut, aber um den dann zu bekommen, brauche ich Level 6. Ich bin erst bei Level 4. Das heißt, ich mache dann erstmal hier mehr Begutachten. So. Also, Gegenstände habe ich. Was habe ich denn? Die hier. Das Dingen. Zweimal eine rote Vase. Dann habe ich den Schlüssel bekommen oder gefunden. Eine Kamera. Und zweimal den Wecker. Der schreiende Wecker oder so.
Tja, gut. Okay. Dann verkaufe ich das alles mal und dann will ich mal gucken. Was? Nein, ich will das nicht. Könnte ich auch hier hinstellen, oder wie? Ja. Warte mal, hinstellen. Hinstellen geht mit Viereck oder Quadrat halt. Sachen hinstellen. Na gut, aber ich nehme das wieder mit. So, jetzt will ich dann mal gucken. Ah, ich kann ja drei Sachen gucken. Einmal hier, einmal Pfandhaus und einmal bei den anderen Typen. Warte mal. Will ich jetzt mal sehen hier. Moment. Küche. Küche ist nix. Antiquität auch nicht. Merkwürdig. Das ist merkwürdig. Warum? Okay. Hier kann ich irgendwelche Sachen kaufen. Sicherheitstipps. Mögliches Versteck für Beute. Routine der Bewohner kann ich kaufen. Hausnummern 111, 12, 13, wo ich schon war. Gemälde stehen oder zerstören? Okay. Und die Sachen kann ich dann schon mal annehmen oder was? Okay. Da sind zwei Aufträge reingekommen. Ja. Elektrodinger kann ich hier nicht verkaufen. Nee, da wird mir nichts angezeigt. Okay. Jetzt hab angenommen. Ja, ich weiß. Lerne Beweglichkeit Level 2. Warum? Ja, ja. So, Moment. Ich schaue mir mal an, was ich jetzt da beim Pfandhaus bekomme. Ich nehme ein bisschen was. Diese. Au. Hallo. Welcome back. Ja, du mir auch. Also, ich gucke noch mal bei dem Drucker. Da habe ich ja nur einen von. Der will mir für einen Drucker 270 geben. So. Wir merken das uns. 270 für den Drucker. Jetzt geht er nach den Autoverkäufer hin. Mal sehen, ob ich bei dem mehr bekomme als 270 für den Drucker. 270 für den Drucker. So, mal gucken. Lalalala. Hallo Freund. Ja, hau die. Ich hau die nicht, Mann.
So, warte mal, rüber hier. Okay, das heißt, diesmal gibt es keine Gegenstände. Letztes Mal konnte ich da Sachen verkaufen. Okay. Das will er nicht. Aber letztes Mal hatte ich was und da konnte ich das verkaufen. Also geht das dann doch nicht immer. Okay, doki. Dann wieder ab zum Pfandhaus. Benzinverschwendung. Tja. Okay, dann verkaufe ich das halt im Pfandhaus. So, hallo mein Freund. Welcome back. Ja, das sagtest du schon. Also 270 für den Drucker. Dann ja, 2 für so ein Glas hier. Die rote Vase 12. Noch eine rote Vase 12. Die Kamera 46. Und zweimal den Wecker 1 für 30 und nochmal 1 für 30. Das macht 60. Jetzt habe ich schon über 1300 Taler. Okay, kann ich so in meine Aufträge gucken? Notizen, Pupizen. Ja. Aber die Aufträge. Beute habe ich im Moment nichts. Habe ich alles verkauft, aber ich habe Schlüssel. Das ist doch was. Ein Schlüssel für die 109 und ein für die 113. So, lerne die Wirklichkeit Level 12, aber um das zu bekommen, muss ich was klauen. Ich fahre mal in die Stadt sozusagen. Ich habe ja 2 Aufträge bekommen, also angenommen. Bin auch schon wieder so bei 23 Minuten. Das geht irgendwie schneller bei dem Spiel. Sind die Aufträge hier? Nein. Das ist das. Nein, ich will das nicht. Moment, hier steige ich aus. Nein, ich will nicht aufsteigen. Ich kann die Tür auch langsam öffnen. Ja. Aufgaben habe ich. Im Wagen geht's nicht. Okay. Moment. Zum Stil, ja, ja, komm, hol da auch eine. Also,
Hallo, bin wieder da. Ich wollte noch was. Was fragst du denn so? Ich habe noch was vergessen mitzunehmen. Au, was ist das denn? Fernbedienung und Geld. Okay, Polizei. Ja. Oh, Mist. Ah. Wer hat denn da die Schlafzimmertür abgeschlossen? Okay, Moment. Hier ist. Okay. Ich bin nicht da, ich bin von weg, bin hinten raus. Lieber hinten rein, das hinten raus. Was? Okay. Aber die Bewohner hier. Und die Polizei. Die sind so blöd. Blöder als die Polizei erlaubt. Ja. Die waren wohl auf einer sehr blöden Police Academy, also. Okay. Die sind wieder weg, das heißt, ich kann wieder raus. So, ich kann mich mal bücken. Wenn die Bewohner hier im Haus sind, dann. Kleiner Fernseher. 8 Kilo wiegt er. Kann ich den noch mitnehmen? Ja. Der ist ganz schön schwer. Ich würde mal sagen, den nehme ich dann so in die Hand erstmal mit. Stell den erstmal da ab. Router. Sie wurde von einem Mieter gehört. Ja und? Ist mir doch scheißegal. Die sind einfach zu doof. Okay. Geh aus dem Weg, du komische Stofftier. Geht es da? Okay, ich verstecke mich da mal wieder. Für die nächste halbe Minute oder so. Dann höre ich hier mal in der Folge auf und mache dann das mal hier wieder anfangen. Wenn die Polizei weg ist, dann braucht man nicht so lange warten in der nächsten Folge. Ja. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, mach's gut. Bleibe oder werde gesund. Immer schön viel trinken, ne? Und dann bis zur nächsten Folge im Team Simulator hier. Bye bye.